Neben dem statischen Verhalten interessiert bei Leistungsdioden auch das dynamische Verhalten, das heißt der Übergang vom gesperrten in den eingeschalteten Zustand, wobei bei der PIN-Diode hier im Wesentlichen zwei Effekte interessant sind. Das ist erstens der sogenannte Forward-Recovery-Effekt beim Einschalten und als zweites werden wir dann sehen den Reverse-Recovery-Effekt beim Ausschalten. Gucken wir also zunächst an diesen Forward-Recovery-Effekt, also den Einschaltvorgang einer PIN-Diode, wie das aussieht. Dazu betrachten wir hier diese Diode mit Spannung und Strom an der Diode, das heißt hier die Spannung UD, dort der Strom ID und wir wollen mal anschauen, wie sieht das dynamisch aus, wenn wir diese Stromverläufe betrachten. Die Diode wird eingeschaltet, so dass der Strom mit einer gewissen definierten Steigung zunimmt. Machen wir den Strom in Rot und die Spannung UD in Blau über der Zeit. Jetzt nehmen wir an, der Strom würde jetzt hier zunächst 0 sein, die Diode ist ausgeschaltet und dann nimmt der Strom hier mit einer konstanten Steigung zu, bis wir den Wert im eingeschalteten Zustand kriegen. Das wäre also dieser Einschaltvorgang an der Diode, hier der Strom ID, der langsam auf seinen Maximalwert I zunimmt mit irgendeiner Steigung DI nach DT. Und dann würden wir bei so einer PIN-Diode feststellen, dass jetzt hier diese nicht sofort einen Spannungswert annimmt, der an dieser Stelle klein ist, sondern im Normalfall, wir hätten jetzt zuerst eine Sperrspannung, würde hier eine Spannungsüberhöhung im Einschaltvorgang stattfinden. Das heißt, die Spannung würde erstmal größer werden und nach einer gewissen Zeit würde sie dann auf den eingeschalteten Wert absinken, auf zum Beispiel 1 Volt oder entsprechend den Wert, den wir im eingeschalteten Zustand haben, UD0. Es tritt hier also ein Spitzenwert des Stromes auf mit einem Spannungswert UFR, dem Maximalwert der Spannung beim sogenannten Forward Recovery Effekt. Und mit der Zeit klingt das ab. Manchmal sagt man hier auch, die Diode zeigt hier so ein induktives Einschaltverhalten, das heißt eine kurzzeitige Überspannung. Wie können wir uns das erklären? Wir haben also hier eine Überspannung beim Einschalten, die verursacht wird durch die niedrig dotierte Zwischenschicht. Das heißt durch diese N-Schicht, die wir in der Diode drin haben. Dazu betrachten wir mal hier auf der rechten Seite das Dotierungsprofil und wollen uns mal ableiten oder anschauen, wie Ladungsträger sich mit der Zeit entwickeln. Das heißt, ich habe hier mal dargestellt, so als Säulen mehr oder weniger das Dotierungsprofil von so einer PIN-Diode. Das heißt, wir haben auf der einen Seite P+, sehr viele Löcher. Auf der anderen Seite sehr viele Elektronen, N+, als freie Ladungsträger. Dazwischen diese intrinsische Schicht, das wäre jetzt hier das Dotierungsprofil. Und jetzt wollen wir überlegen, was passiert, wenn wir einschalten. Tatsächlich, wenn wir einschalten, werden auf der einen Seite Löcher vom P+-Bereich in diese niedrig dotierte Schicht rein diffundieren und umgekehrt Elektronen von der N-Plus-Schicht und werden die Leitfähigkeit hier in dieser Zwischenzone anheben. Tatsächlich wird das jetzt aber nicht schlagartig passieren, sondern wir werden hier sozusagen eine langsame Zunahme kriegen. Im ersten Zustand haben wir vielleicht so einen Verlauf, dann haben wir irgendwie so einen Verlauf und irgendwann dann kriegen wir hier solche Verläufe, dass mit zunehmender Zeit t größer werdend hier an der Stelle die Anzahl der Ladungsträger zunimmt. Das heißt, das hier sei jetzt die im Prinzip die Ladungsträgerdichte in dieser N-Zone. Mit zunehmender Zeit nimmt die Anzahl der Ladungsträger zu. Mit zunehmenden Ladungsträgern wird aber deswegen auch die Leitfähigkeit zunehmen und damit der Widerstand dieser N-Schicht abnehmen. Das heißt, diese Überspannung, die hier entsteht deswegen, weil die niedrig dotierte N-Schicht im Einschaltaugenblick zuerst noch hochohmig ist und erst durch Diffusion die Ladungsträger beim Einschalten dort reingelangen müssen und erst wenn ausreichend viele Ladungsträger dort drin sind, wird die Schicht niederohmig genug, dass der Spannungsabfall hier wieder abnehmen kann. Das ist der sogenannte Forward Recovery Effekt. Manchmal definiert man auch hier noch die Zeitdauer für diesen Forward Recovery Effekt, wobei man dort ins Datenblatt der Hersteller gucken muss, wie lang die ist. Das heißt, man hat hier eine Zeit TF, die Forward Recovery Time, die beschreibt, wie groß an dieser Stelle
die Zeitdauer ist, bis die Überspannung abgeklungen ist. Da gibt es jetzt Definitionen, auf wie viel Prozent das zum Beispiel vom Endwert abgesunken ist. 10% über dem stationären Endwert, 20%. Ein bisschen abhängig vom Hersteller. Und auch der zweite Wert, mit dem das charakterisiert wird, ist dieser Maximalwert dieser Spannung. Neben diesem Forward Recovery Effekt gibt es als zweiten Effekt den sogenannten Reverse Recovery Effekt. Und das ist der häufig wichtigere Effekt bei diesen Leistungsdioden. Dieser beschreibt im Wesentlichen den Ausschaltvorgang und er ist auf ähnliche Ursachen zurückzuführen wie bei dem Forward Recovery Effekt. Wir wollen uns das jetzt angucken. Wir werden also auch hier wieder ausgehen von einer Diode mit einer Spannung und einem Strom. Das heißt hier wieder die Spannung UD, der Stromidee, und wir betrachten jetzt den Fall, dass diese Diode ausschaltet. Das heißt, machen wir hier nochmal den Verlauf von Strom und Spannung an der Diode. Während der Ausschaltphase machen wir wieder an dieser Stelle den Strom mit Rot und die Spannung wieder in Blau. Und dann wollen wir uns angucken, okay, wie wird sich das jetzt verhalten? Zunächst, wenn wir die Diode ausschalten, wird sie vorher eingeschaltet sein. Sie wird also zunächst einen maximalen Strom I führen, den sie im eingeschalteten Zustand hat. Und dann wird irgendwann die Diode ausgeschaltet, und zwar dadurch, dass ein anderer Schalter einschaltet. Tatsächlich wird der Strom nicht schlagartig abnehmen können, sondern langsam. Das heißt, wir werden auch hier so eine Steigung kriegen, mit der der Strom abnimmt. Und jetzt passiert Folgendes beim Reverse Recovery Effekt. Die Diode hört jetzt nicht auf zu leiten, wenn der Strom zu Null wird, sondern der Strom wird kurzzeitig in die Rückwärtsrichtung fließen, ein negativer Strom, und danach auf Null abklingen. Das ist dieser Verlauf, und weil der Strom in Rückwärtsrichtung fließt, heißt dieser Effekt Reverse Recovery Effekt. Das heißt, hier beim Abschalten der Diode wird kurzzeitig ein Strom in Rückwärtsrichtung fließen, und was auch passieren wird, die Diode, die vorher in Flussrichtung gepolt ist, also eine kleine geringe Spannung in Flussrichtung hat, wird erst während diese Rückwärtsstromspitze anfangen können, eine Spannung aufzunehmen. Das heißt, hier wird die Spannung zunehmen. Normalerweise schwingt das so ein bisschen und geht dann auf einen stationären Endwert hier an dieser Stelle. Und dieser Endwert wird dann die dauerhaft anliegende Sperrspannung sein, die jetzt an dieser Diode anliegt. Also das wäre jetzt der Verlauf hier der Spannung UD, den wir dort haben. Das ist jetzt erstmal das, was wir als Phänomen feststellen können. Jetzt gibt es ein paar Kenngrößen, anhand von denen man diesen Verlauf kennzeichnet. Die wichtigste oder eine der wichtigsten ist diese Rückstromspitze. Die kriegt den Namen IRM. IRM ist der Maximum Reverse Recovery Current, das heißt der Maximalwert der Rückstromspitze, den wir hier haben. Dann definiert man hier eine Zeitdauer, und zwar die Zeitdauer, die beschreibt, wie lang dieser Vorgang ist. Das heißt tatsächlich hier die Zeitdauer TRR, zu Deutsch Sperrverzugszeit oder Englisch an dieser Stelle Reverse Recovery Time. Schreiben wir es kurz Deutsch noch hin, Sperr. Verzugszeit. Und eine weitere wichtige Größe ist dann die sogenannte Reverse Recovery Charge, die Ladungsmenge, die während dieser Rückstromspitze aus der Diode ausgeräumt werden muss. Das ist die Fläche unter dem Stromverlauf dieser Kurve hier schraffiert dargestellt, QRR, die sogenannte Reverse Recovery Charge oder Sperrverzugsladung im Deutschen. Das sind also die wesentlichen Größen. Tatsächlich wird an dieser Stelle die Rückstromspitze kritisch sein in vielen Anwendungen, weil sie jetzt nicht direkt die Diode belastet, aber ein einschaltendes Bauelement belasten wird. Das werden wir nachher sehen. Wovon hängt dieser Effekt ab? Dieser Effekt hängt ab, wie stark auch hier die Stromänderung ist im Ausschaltaugenblick. Das heißt, typischerweise wird je stärker hier der Strom abnimmt, je größer diese Steigung ist, desto größer wird auch diese Rückstromspitze sein. Und an dieser Stelle, je größer der Strom im eingeschalteten Zustand, desto größer wird auch diese Rückstromzeit sein. Es gibt jetzt noch ein paar andere Definitionen. Man kann hier jetzt noch eine Rückstromfallzeit einführen und eine Speicherzeit. Da gucken wir dann ins Skript rein. Jetzt an dieser Stelle bloß kurz die Erklärung, woran liegt das?
Was ist hier der Effekt? Wir haben also hier eine Rückstromspitze und diese ist bedingt durch die gespeicherte Ladung in dieser intrinsischen Zone, in der N-Schicht. Und das wollen wir uns jetzt auch kurz angucken, wie vorher auch. Das heißt, hier oben hatten wir dieses Dotierungsprofil, genau dasselbe wollen wir uns jetzt auch nochmal angucken. Ich werde also hier das nochmal aufmalen, wie wir uns das erklären können. Hier wieder das Dotierungsprofil. Großes p-dotiertes Gebiet, dann diese N-Schicht und dann die hohe das hoch n-dotierte Gebiet. Und jetzt wird Folgendes passieren. Tatsächlich werden wir jetzt eingeschaltet sein. Das heißt, wenn wir hier so die an dieser Stelle die Ladungsträgerkonzentration einzeichnen, dann werden wir im ersten Augenblick hier vorne, nennen wir das hier Zeitpunkt 1, werden wir hier an der Stelle zu diesem Zeitpunkt 1 eine sehr große Ladungsträgerdichte haben. Wollen wir jetzt die Diode ausschalten, müssen wir jetzt die überschüssigen Ladungsträger hier aus der Diode ausräumen. Weil solange hier Ladungsträger vorhanden sind, wird die Diode leitend sein. Das heißt, was passiert? Mit der Zeit wird hier diese Ladungsträgerdichte abnehmen. Das heißt, hier haben wir in Zustand 2 zum Beispiel, hat die Ladungsträgerdichte abgenommen. Das könnte jetzt irgendwo hier sein. Dann nimmt die Ladungsträgerdichte weiter ab. Dritten Zeitpunkt. Und erst dann, wenn sich hier eine kleine Raumladungszone ausbilden kann, das heißt, wenn die Ladungsträgerdichten so weit abgenommen haben, dass jetzt die beiden hochdotierten Gebiete nicht mehr miteinander verbunden sind, kann die Diode eine Spannung aufnehmen. Das heißt, das hier wäre jetzt zum Beispiel so irgendein Zeitpunkt 3. Das wäre dieser Zeitpunkt, wo hier die Spannung an der Diode zunimmt. Das heißt, wenn wir das hier darstellen, das wäre dieser Zeitpunkt. Und erst dann nimmt die Spannung zu. Bis dahin bleibt sie leitfähig, weil die beiden hochdotierten Randgebiete über diese Ladungsträger in der Mittelschicht miteinander leitfähig verbunden sind. Das heißt, mit zunehmender Zeitdauer beim Abschalten wird jetzt hier die Ladungsträgerdichte geringer werden und dann an dieser Stelle erst dann, wenn die Ladungsträgerdichte so klein geworden ist, dass ich eine Raumladungszone ausbreiten kann, kann die Diode eine Sperrspannung aufnehmen, die restlichen Ladungsträger, die dann noch gespeichert sind, hier in diesem Bereich ab diesem Sprung der Spannung, müssen dann durch Rekombination abgebaut werden. Und jetzt ist es so, dieser Effekt ist einer, der stark einschränkt den Einsatz von Dioden. Das heißt, tatsächlich werden Dioden in der Leistungselektronik ausgewählt nach dem Reverse Recovery Verhalten. Das heißt, wir wählen die Dioden, dass wir möglichst gute Eigenschaften kriegen. Was bedeutet jetzt möglichst gute Eigenschaften? Ideal würde das jetzt bedeuten, dass diese Zeit TRR gegen 0 strebt und dass die Ladung QRR gegen 0 strebt. Das wären sozusagen die idealen Optimierungskriterien, wenn man jetzt sagen möchte, ist eine Diode gut, hat ein sehr gutes Schaltverhalten, dann ist sie dann optimal, wenn die Reverse Recovery Time, diese Sperrverzugszeit, gegen 0 geht und wenn diese Sperrverzugsladung hier an dieser Stelle gegen 0 geht. Dann können wir sagen, sie hat ein optimales Schaltverhalten.